Ich habe mich ja kürzlich eine Minute lang mal amüsiert. Ich habe einen jungen Menschen dabei beobachtet, wie er etwas macht. Und zwar, das war ein 13-Jähriger. Der hat zum ersten Mal in seinem noch jungen Leben Papierfotos angeguckt. Der hat so ein Foto in der Hand, guckt sich das an, will das nächste angucken und macht so. Da habe ich gemerkt, es ist was passiert in der Zwischenzeit. Und ich habe mir gedacht, mal angenommen, da ist jemand 20 Jahre lang in einem tiefen Schlaf gewesen. Er ist 92 eingepennt, weil er die Neujahrsansprache von Kohl geguckt hat, war er weg. Und jetzt, 20 Jahre später, wacht er wieder auf und hat erstmal ein paar Fragen. Wie spät ist es? Ja, wir haben 2012. Krass, ist Dieter Bohlen endlich tot? Nein, dem gehört jetzt RTL und seine Assistentin heißt Thomas Gottschalk. Naja, ist auch egal, interessiert mich nicht wirklich. Was machen die Leute da draußen auf der Straße jetzt so in ihrer Freizeit? Was sind die Trends? Sie twittern. Was? Ja, und sie trinken Bubble-Tee, rasieren sich die Schamhaare und haben Laktoseintoleranz. Was gibt's Neues an Technik? Ja, womit soll ich anfangen? Also die Bücher laufen jetzt mit Strom, die Fahrräder auch und alle telefonieren mit Telefonen, die in China gebaut wurden. Ja, die Chinesen und Technik, so ein Quatsch. Die essen mit Stäbchen und fahren Fahrräder, die bauen doch keine Telefone. Doch, so ein chinesisches Telefon, das ziehst du aus der Hosentasche, weil es nämlich kleiner ist als eine Schachtel Zigaretten. Ja, und man kann damit Fotos machen. Richtig. Und es ist ein Navi. Ein was? Ein Gerät, mit dessen Hilfe man sich verfahren kann. Was? Sind die Russen endlich weg aus Deutschland? Nicht ganz. Ein paar halten in Baden-Baden noch die Stellung. Was? Was ist politisch los? Was geht ab in Bonn? Der dauert immer 2 Sekunden, immer. Nur neulich nicht, da war ich in Sachsen-Anhalt, da hat gar keiner gelacht an der Stelle. Ist nicht mehr Bonn, ist jetzt Berlin. Ja, war zu erwarten. Aber du wolltest es wissen, also pass auf, man hat die Wehrpflicht abgeschafft. Echt? Es gibt keine Bundeswehr mehr? Doch, aber du kannst jetzt bei der Bundeswehr auf Lohnsteuerkarte in Kundus arbeiten. Was? Da du gefragt hast, mache ich weiter. Also der Finanzminister sitzt im Rollstuhl. Was? Geht's der Mark so schlecht? Was? Was ist sie noch wert, die Mark? 50 Cent. Cent? Ist doch Englisch, müsste doch dann 50 Cent heißen. Nein, das ist ein Rapper. Was? Der Außenminister ist homosexuell. Oh, wissen das die Leute? Der Wirtschaftsminister ist ein vietnamesisches Flüchtlingskind. Krass. Die Familienministerin ist eine junge Mutter. Oh, sympathisch. Eher nicht. Also, dann noch folgende, sind nur noch ein paar Sachen. Also, man hat die Kernkraftwerke abgeschaltet, die Autos fahren jetzt mit Strom aus Wind- und Sonnenenergie. Überall ist Rauchverbot, auf Bierdosen musst du Pfand zahlen und wer nicht im Bioladen einkauft, wird gedisst. Krass. Sind die Grünen an der Macht? Ja, in dem Bundesland, wo sie den Porsche bauen. Was? Sonst haben wir noch Schwarz-Gelb. Immer noch. Wer ist Kanzler? Immer noch Kohl? Nein. Wer dann? Eine FDJlerin. Was? Da, da,
Wer ist Papst? Ein Hitlerjunge. Was? Und US-Präsident ist ein Schwarzer oder was? Richtig. Dankeschön.